Hallo zurück zu einer neuen Folge von Let's Play State of Decay. Zombies überall. Ist der noch hier bei uns dabei, der Typ? Ja, ja doch, der läuft noch mit. Sehr gut. So, nochmal ein kurzer Blick ins Inventar. Nur noch 16 Schuss. Das ist nicht so gut. Nee, bisschen aufrüsten. Ein Schuss und zweimal was für Ausdauer brauchen wir auch nicht. Lieber noch was zum Heilen. Sowas hier und sowas hier. Da kann ich eigentlich mal direkt eins von verwenden. So. Und die Munition. Wo haben wir sie denn? Hier. Und wir brauchen... Was ist denn das? Wieder? Kaliber 44. Ach, 22 haben wir hier aber. Ups. Ah, ein bisschen viel vielleicht. So, und die können weg. Das war's auch schon. Dann mal los. Mal sehen, ob wir die Materialien da noch finden. Wir haben ja immer noch 46. Die Nacht ist noch nicht vorbei. Irgendwie repariert sich dieses Auto da drüben nicht so toll, nee. Habe ich das Gefühl. Nee, das passiert aber auch, das steht ja auch über Nacht, ne? Es ist aber gerade Nacht. Ja, aber es muss wahrscheinlich auch dann echt eine ganze Nacht da stehen. Und erst am nächsten Morgen ist es dann wieder fit. Weil wir hatten auch schon mal einen Truck stehen und der war dann wieder fit. Ach, guck mal, wenn man Außenposten hat, dann wird dieser Sicherheitsbereich dauerhaft gehalten. Ja. Das ist natürlich auch praktisch. Ach, guck mal, da kann man fast schneller hinlaufen, ne? Die Materialien, ja. Aber wir müssen ja dann eh nach unten. Ach nee, aber ich muss die nach Hause bringen. Ach, es ist einfach zum Kotzen. Laufen wir doch zu Fuß. Oder? Ja, komm. Ja, die sind ja direkt da. Ja, die sind echt nicht weit weg. Things are starting to sound pretty urgent. I don't know how long our friends can hold out. Do what you can. Oh, war ein Kreischer. Halt doch die Gursch. Der hat noch länger geschrien, als er gelebt hat. Ja, das war aber komisch. Das machen die irgendwie immer. Die fallen um und schreien weiter. Der hatte schon gar keinen Kopf mehr, also das eigentlich kann das gar nicht sein. Komisches Völkchen, diese Kreischer. Komm her! Oh, ich bin so schwach. Hey, ja, Kollege. Und direkt immer wieder die hinter der Tür. We've got this place locked down. Damn, I'm tired. Scratch that. Oh yeah, da sind die Ressourcen. We'll see you soon. Ein paar Baumaterialien. Ab nach Hause. Die waren jetzt echt nicht weit weg. Na? Bleib auch noch da? Bleib alle fern. Da, sind alle da. Bleib fern, Zombies. Rennen uns wieder hinterher. Aber... Sieht sehr gut aus. Die können uns gerade mal egal sein. Die können uns wirklich egal sein, ja. So, wir klettern hier schon rüber. Munition. Oh, die Lilly muss mal Munition für uns finden. Ganz dringend. 61! Jawohl, dann können uns sogar 10 abgezogen werden. Ja. Wir haben den notwendigen Puffer. Um. Dann würde ich sagen. Ab in die Stadt. Auf in die andere Stadt. Zu hoffen, dass es jetzt wirklich endlich. Eine Fahrt können die Lilly ja dann direkt in der neuen Stadt suchen lassen. Nach Munition. Oh, das Auto hier, das macht nicht mehr viel mit. Topfit, das Ding. Ich brauche mal ein ganz neues. Das röhrt schon so richtig. Ja, das fährt vorne schon auf Felgen. Doch kein Ding für die Leute von der Slay Massive Crew. Der Doc ist in Schwierigkeiten. Was? Oh, das ist schlecht. Auf dem Friedhof bei Spencer's Hill. Auf dem Friedhof. Auf dem Friedhof kann doch so ein Doktor nicht mehr viel ausrichten. Naja, von einer Schrottkarre in die nächste. Mhm. Oh, kann man hier was einsammeln, hä? Ist direkt ein Zombie-Horde, der auf uns. Naja. Sieht uns nicht, wenn wir jetzt leise sind, sollte das klar gehen. Dann würde ich hier gerade nochmal einen Plünderer hinschicken. Nee, aber irgendwie? Doch! Wir sind hier beim Automechaniker, mal gucken. Irgendwas Schönes wird's schon geben. Naja, okay, oh, nur ein paar Waffen. Naja, gut. Vorschlaghammer. Nichts mehr da.
Tja, wollen wir diesem Doc helfen oder fahren wir in die Stadt? Wäre schon blöd, den Doc zu verlieren. Ja, das wär verdammt schlecht. Nachher bereuen wir das noch. Die ist einfach mal neben dem Auto stehen geblieben, hat sie nicht an die Tür gegeben. Wo braucht der Doc denn unsere Hilfe? Auf dem Friedhof? Da. Das ist natürlich auch nicht so weit, das kann man schnell unterwegs noch machen. Ich glaube auch, den sollten wir lieber nicht verlieren, wer weiß. Du weißt, wie wir unseren Doktor nochmal gebrauchen können. Immerhin hat er ja auch unseren guten Kumpel wieder auf Vordermann gebracht. Ja, der Ed. Das ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Ich denke, für unsere Zufriedenheit im Lager ist es auf jeden Fall nicht verkehrt. Ablenkungsmission. Also was die Lilly sich da immer alles einfallen lässt. Ja, gell, die macht sich's leicht. Die sitzt hier in ihrer Kirche, überlegt sich dick was und... Ja, man macht sich selber auch so einen Schlachtplan und muss mal alle 5 Minuten über den Haufen werfen, weil Lilly wieder mit irgendeiner kuriosen Idee um die Ecke kommt. Frag mich, wie die das alles mitkriegt in ihrer Kirche halt, ne? Das ist so wie... Die ist halt nur am Telefonieren genau, den ganzen Tag. Genau, die funkt halt alle Leute an und lässt sich die News übermitteln. Oh, da vorne ist Kampf, oder? Oh ja, Alter. Oh ja. Der arme Doc. Boah, was hat der sich denn da wieder zugemutet? Ach Gott, hat er eine Horde angelockt, oder was? Ja. Sieht ganz danach aus. Ja, aber sich nachts, einen kurzen Prozess. Sich nachts in einer zombieverseuchten Gegend auf dem Friedhof aufzuhalten, ist natürlich auch denkbar schlecht. Das hat er doch richtig gut gemacht. Also so strategisch in der Planung hapert es vielleicht. Daher weht der Wind. Seeing all this, hell, she probably handled it better than I do. She always was the smart one in the relationship. Now, lately, I find myself coming out here more and more regular. Talking to her sets my mind at ease. Didn't figure on them things following me this time. Anyways, appreciate the help. You find your people in need of doctor, you give me a call. Somebody's broadcasting something. Und direkt das nächste. Was war eigentlich mit unserem Kumpel jetzt schon wieder? Hat noch jemanden dabei? Ja, der ist nach dem Kampf abgezogen. Ja. Ja, wollen wir dann jetzt nochmal zurück, um neue Verstärkung mitzunehmen oder jetzt einfach runterfahren? Ich denke, wir wollen doch nur das Haus da aufziehen. Ja, ich finde nämlich auch, das würde jetzt uns wieder aufhalten. Man lässt sich ja dauernd von irgendwas aufhalten. Ja. Back to the city. Wir cruisen durch die Stadt. Ja, so ein schnelleres Auto, das wäre jetzt nochmal was. Schau mal, ob ich was finde. Zombies überall. Boah, der klingt echt übel, der Wagen. Klappert schon so vorne. Wieder ein Auto, da ist eins. Was ist das? Nee, das ist ein Jeep. Ich glaube ich schon, das Auto. Die haben wir vorhin gewechselt, glaube ich. Auch nur so ein kleines. Hier steht er nämlich. Oh ja. Das ist mein schönes Auto. Boah, Pet. Oh. Wie gut, dass wir den noch hier stehen haben. Damit geht's nämlich deutlich schneller. Ah, lustig, wie auch hinten alles so ein bisschen verschwimmt dann während der Fahrt, ne? So unschärfe-mäßig. Ja, bei den Umdrehungen, die dieser Motor wahrscheinlich... Ich hab voll den Tunnelblick. Aber dieses Muscle Car ist vielleicht fast noch schneller. Vielleicht kommt es mir also vor. Ja, die kommen vielleicht sich auch einfach nicht nach. Jedenfalls war das Muscle Car noch ein bisschen lauter, glaube ich, ne? Ja, das, ja, das mehr auf jeden Fall, ja. Lockt mehr Zombies an, wahrscheinlich. Aber läuft doch gut mit dem Auto. Ja, man kann nichts sagen.
auch wenige Zombies hier auf der Straße gerade. Kommen echt gut durch. Jetzt sind wir auch fast schon wieder da. Hier kommt gleich erst noch die Fabrik. Genau, da links ist sie. Ja. Werden wir natürlich auch noch inspizieren, aber da hatten wir jetzt noch keine Zeit zu. Wir wollten jetzt erstmal das Lager hier aufmachen. Wenn wir dann hier unsere Station haben, werden wir natürlich von dort aus weiter rumziehen. Die Fabrik ist auf jeden Fall noch auf dem Plan. Ja, genauso wie diese ganze Stadt hier unten. Ja. Ist ja noch. Und jetzt sind wir fast da. Größer. Mann, ich bin so gespannt, ob es geht. Oder ob wir nochmal hier runterfahren müssen. Wolltest du das Auto wegschlagen? Nee, ich wollte da einfach nur vorbei. Eigentlich wollte ich drüber springen, aber das konnte er nicht. So, jetzt. Der Moment der Wahrheit. Leider Trucking-Lager. Oh, das will ich natürlich. Yes! Jawohl, endlich ist es so. Oh Gott, ist das krass. Ja, und da vorne direkt einen Außenposten vor der Tür. Ja, geil. Ja, super. Jetzt haben wir es geschafft. Guck mal, direkt gehen wir ins Baumenü direkt. Oh, ja. Wie sieht das denn jetzt aus? Weil das ist nämlich alles weg auch wahrscheinlich jetzt halt, ne? Ja. Aber die zwei Außenposten haben wir noch. Werkstatt einrichten, ja. Ich muss alles neu bauen. Schlafzimmer. Brauchen auf jeden Fall so schnell reparieren. Wie möglich diesen Turm draußen. Okay, und hier einmal Vorratskammer. Reparieren. Werkstatt einrichten, drei Einflüsse. Ah, das kostet ja alles nicht viel. Den Turm? Wie sieht's mit dem Turm? Der Turm ist schon da. Ach nee, das ist die Lilly. Stimmt. Brauchen unbedingt diesen Schussturm. Ja, jetzt müssen wir nur gucken. Kann man irgendwie sehen, wo das dann sein wird? Nee, ne? Nee, ich denke, vorne an der Tür ist wahrscheinlich am besten da, der Punkt, der weiße da. Der hier? Ja. Ja, oder? Ne? Ausguck. Wachturm. Eine Stunde. Ja, dauert einen Moment. Eine Stunde. Ja, der muss ja hoch sein. Muss ja die ganze Stadt überblicken können. Und hier hinten? Eine Werkstatt wäre halt noch nicht schlecht. Unsere Krankenzimmer wäre auch wieder noch. Was legt man denn am ehesten ins Haus? Ach so, Schlafzimmer haben wir schon. Werkstatt, ja, dann den Krankenbereich vielleicht, ne? Was? Ja. Hm. Guck mal, wir haben das Material gar nicht verbraucht eben. Wir brauchten das einfach nur. Ja. Ja, umso besser. Umso besser, dann können wir jetzt direkt... So, was gibt's da noch so? Bauen. Hier kann man nur Dinge herstellen. Was kann man denn in diese leeren Flächen noch bauen? Ja, alles, was du willst, was uns noch fehlt. Was gibt's denn noch so? Trainingsbereich, Koch... Oh, die Küche hätten wir vielleicht eher nach drinnen machen sollen. Lagerbereich. Warum ist der denn im Haus? Ja... Naja, okay, dann kommt die Küche halt vors Haus. So. Was kann da? Garten. Ernten, oh, das ist auch gut. Im Essen machen, ja, das ist natürlich... Essbereich, Bibliothek. Jetzt können wir nicht mehr viel machen, jetzt haben wir nicht mehr viel Einfluss. Oh ja. Gehen wir nach ganz rechts, was gibt's denn da noch? Also das war's. Okay, Bibliothek ist so ziemlich das Krasseste. Aber eine Sache, die wichtig ist, fehlt uns doch jetzt noch, oder? Essen. Parkplätze und sowas? Weiß ich nicht. Meinen Garten könnten wir noch machen. Oder ein Trainingsbereich. Was steht da, bietet täglich? Lebensmittel, okay, und der Trainingsbereich? Macht die Fitness automatisch hoch, oder was? Ja, aber das mit dem Ernten ist schon... Das ist schon cool, wenn die Lebensmittel von alleine kommen, ja. Sehr krass. Ich bin sehr gespannt, wie das alles aussieht gleich. Ja, und jetzt, wo unsere Tür hier die ganzen Ressourcen sind, würde ich sagen, holen wir uns direkt mal ein paar. Damit die Base noch größer wird. Diese Base wird der Hammer, Mann. Wie viele Plätze es gibt. Ich raste vollkommen aus. Geil. Ja, vor allem können wir jetzt halt auch wirklich jeden wahrscheinlich, den wir treffen, direkt nach Hause einladen. Baumaterialien. Ja, ich denke auch, kannst direkt noch einen hinschicken. Ach, das mache ich schnell selbst. Ich schicke den gleich woanders hin. Das mit dem Außenposten vor der Tür finde ich im Endeffekt aber auch ganz cool eigentlich, weil wir jetzt so einen doppelten Sicherheitsbereich haben hier direkt. Ja, das stimmt. Kann auch durchaus von Vorteil sein. Ah, unser Bier gibt's auch noch. Wo muss denn das überhaupt hin? Da hinten rein.
Mann, muss man da immer weit laufen. Wir haben sie noch gar nicht richtig ausgekundschaftet. Nee. So. Sehen, wow. Wie viel Platz hier hinten oh. ist. Nämlich Bombe, ist das Bombe. Und erforderlich angeln. Cool. Nachbarn entdeckt. Meine Fresse, was hier alles passiert gerade. Geht auf einmal wieder richtig ab. Oh. Ja, so viel zum Thema Nachbarn. Unsere Nachbarn hier hängen gerade auch irgendwie ein paar Bilder auf sonntagsabends. Aber wirklich punktgenau gerade in der Situation hervorragend. Angeln beschafft. Sehr schön, ey. Vielleicht können wir jetzt fischen gehen. Das wäre natürlich der Hammer. Wäre echt der Hammer. Gab es hinter dem Lager einen Fluss oder so? Oder warum ist das hier so abhand aktuell mit dem Fischen? Hm. Vielleicht haben wir ja Zugang zum Wasser. What's the situation at home? Something cropped up with the garden. Bauverzögert. Gebäudebedarf. Okay. I'm free and clear. See you soon. I hope you brought me something pretty. I'll show you when I get there. Wir sind doch schon längst da. Guck mal, da ist eine Bauverzögerung hier. Bauverzögerung, warum das denn? Ja, müssen wir gleich mal gucken. Arbeit kann weitergehen. So, was auch immer passiert ist. There you go. Don't say I never gave you nothing. Oh, you know, stuff. Wieder plus 15 Baumaterialien. Ja, Mann, wie sie alle schön bauen hier. Oh, das wird das beste Camp aller Zeiten. Ja, wahrscheinlich haben uns eben schon ein paar Baumaterialien gefehlt. Und hier liegen ja nochmal welche. Oder? Ach, Plastikplane beschafft. Das. Ja, die brauchen wir doch auch noch. Oh, da hinten geht auch wieder eine Baustelle, nicht bei uns. Forderlich Plastikplane. Cool ist halt, dass unsere Eingangstür deshalb echt safe ist, wegen den Außenposten davor. Weil die genau noch im Sicherheitsbereich ist. Echt cool. Ja, das stimmt. Das ist wahrscheinlich wirklich von großem, großem Vorteil. So, dann schnapp ich mir mal ein Auto. Und sammeln noch ein bisschen was ein. Ja, genau. Ich würde auch sagen, farmen wir ein bisschen. Wie unser Lager dann aussieht, werden wir wahrscheinlich erst so richtig in der nächsten Folge dann nochmal zeigen können. Hier war halt dieser Fette beim letzten Mal zumindest. Ja, der einfach nicht draufgehen wollte. In der Stipcom. Schneller, schneller. Hier in der Stadt sind alle was schneller, habe ich so das Gefühl. Der ist auch fix unterwegs hier. Boah, und der erst. So kennen wir sie ja eigentlich, so ganz lahm und trödelnd eher. So, ein Lagerhaus. Oh, Satellitenfernsehen könnten wir uns einrichten, wenn es denn noch irgendwelche, irgendwelche Sender Baumaterialien geben würde. Mann, ey, wie man nur Baumaterialien findet, aber dann schicke ich hier vielleicht mal jemanden hin. Ja. Und mach dann selbst noch weiter. Hast du noch ein Zombie? Gibt's denn hier noch zu finden? Gab's hier noch irgendwo? Ach da, hier die Box kannst du noch. Wow. Boah! Holzbearbeitung und so weiter, hier musst du jemanden hinschicken. Ja. Also, oh, erstmal das Zombie. Hier kannst du wahrscheinlich sogar mehrere Leute hinschicken. Hier waren ja mehrere große Taschen. Ja, ich hab die Hoffnung, dass die dann alles einfach holen, wenn ich die hier hinschicke. Ja. Eigentlich schon. Ich meine, wir haben ja übermittelt, was wir hier gefunden haben. Eigentlich können wir hier direkt ins nächste. Achtung, hinter dir. Überall kommen ein paar Zombies, ne? Oh ja, da sind wir jetzt ein paar. Einer nach dem anderen. So geht's. Aber Gott sei Dank keine... Oh doch, da ist ein schneller. Ist der Dicke weg? Ja. Keine Sorge, keine Sorge, der kommt wieder. beschreiß nicht. Ganz schnell passiert. Nochmal Baumaterialien.
Der hat sich kurz schlafen gelegt. Der musste mal kurz chillen, eine Runde. I'm lucky they didn't hear that. Ich nicht. Ja, Jack wird schon die ganze Zeit vermisst, ne? Ich glaube, der lebt nicht mehr. Ja, wahrscheinlich finden wir den irgendwann irgendwo. Und nochmal ganz viele Materialien hier. Also wir können uns gleich noch eine dritte Basis bauen. Oder? Irgendwo müsste hier noch ein Fragezeichen sein. Hä? Seht ihr es? Nee. Was ist denn da hinten durch die Tür? Da geht's raus. Achso, okay. Jemand braucht eine Ansprache. Okay. Oh, da ist noch eine Tür. Check, da war noch da. Was mit Checken. Nee, andersrum, andere Seite, da. Auch raus. Es ist auch raus? Achso, ja. Hm. Also. Hier sind Materialien. Und waren hier nicht auch welche? Ja. Hä? Irgendwie... Vielleicht ist außen am Haus noch irgendwo was dazugehört. Ah, oh ja. Mann, tatsächlich. Ja, in diesen Wassertonnen ist irgendwie nie was. Ja gut, das war's tatsächlich. Ruf nach Plünderern geht nicht. Ja, weil die anderen wahrscheinlich am Bauen sind. Gerade alle. Wir haben ja viele Baustellen gestartet. Müssen wir das selbst wegbringen? Oh, da wollte gerade einer über den Zaun klettern zu uns. Es wird doch Zeit, dass wir den Wachturm kriegen. How's it going back home? Looks like we have an issue in the kitchen. Ist er reingekommen? Hä? But we don't have everything we need. We can try to count or find another. Hey. 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 Wir brauchen eine Käsereibe in der Küche. Ja. Oh. So, das haben wir noch geschafft. Ja, die Käsereibe, da müssen wir wohl wieder ein paar Häuser durchsuchen. Aber ich würde sagen, das machen wir doch am besten in der nächsten Folge, weil wir sind schon wieder ziemlich weit fortgeschritten. Genau, wir machen das in der nächsten Folge und dann bohrt unser Nachbar hier auch hoffentlich nicht mehr rum. Ich weiß nicht, ob man es überhaupt gehört hat, aber es nervt auch ganz schön beim Zocken alleine schon. Ja, wir gucken mal, dass das weg ist und beim nächsten Mal... Vervollständigen wir hier die neue Basis und mal schauen, wie es weitergeht. Eben, wir sind schon sehr gespannt, was für Gebäude alle so da sein werden beim nächsten Mal. Schauen wir rein. Bis dahin. Bis dann. Tschüss. Ciao.